Herzlich willkommen bei Do It Dudes und wir haben uns heute einem kleinen Problemthema gewidmet. Und zwar, ihr kennt das sicher täglich, ihr seid auf YouTube und wollt euch irgendein Musikvideo oder sonstiges angucken. Dann steht da fett, ja, die GEMA hat irgendwelche Rechte nicht eingeräumt und deswegen könnt ihr es leider nicht gucken. Ein ärgerliches Thema und deswegen geht es heute in unserem Gut zu wissen um die GEMA. Ja, erstmal zur Begriffserklärung, was eigentlich die GEMA ist. Die GEMA, die ist eine Verwertungsgesellschaft. Da gibt es verschiedene Gesellschaften, unter anderem halt Sachen, die für Musik zuständig sind, das ist die GEMA, dann irgendwelche Sachen, die für Film, bildende Kunst oder halt auch Bücher zuständig ist. Die GEMA ist, wie gesagt, nur für die Musik zuständig und sie schützt das Nutzungs- und das Urheberrecht. Das müsst ihr euch so vorstellen, Künstler können Mitglied werden bei der GEMA und melden sozusagen jeden ihrer einzelnen Titel. Und die GEMA guckt dann, ob diese Titel urheberrechtsmäßig richtig benutzt wurden. Das heißt, das Tantieme an die einzelnen Urheberrechtsinhaber gezahlt wurden mit einer kleinen Bearbeitungsgebühr. So ist eigentlich die Idee. Die GEMA selbst ist dadurch ein Verein mit einer Vereinsstruktur, ist vom Gesetzgeber auch alles irgendwie reglementiert. Und das sieht wie folgt aus, es gibt da so ein Punktesystem, das unterscheidet zwischen Unterhaltungsmusik, also U-Musik und E-Musik, das ist die ernsthafte Musik, worunter dann solche Sachen fallen wie klassische Musik, die mit einem riesigen Orchester gemacht werden. Und dann gibt es ein Punktesystem, wo ein klassisches Stück dann Tausende von Punkten bekommt und ein moderner Popsong bekommt um die 12. Und danach richten sich dann auch die Tantieme aus. Interessant ist bei der GEMA, dass im Prinzip jedes Medium, das das Potenzial hat, irgendwie Musik zu vervielfältigen oder sowas, zum Beispiel ein CD- bzw. DVD-Rolling oder ein Blu-ray, da ist direkt eine Gebühr drauf. Die geht an dieser Stelle aber an die ZPÜ, das ist so ein Zusammenschluss von verschiedenen Verwertungsgesellschaften, unter anderem auch von der GEMA. Das bedeutet im Prinzip für den Verbraucher, dass ihr, wenn ihr einen DVD-Rolling oder ein CD-Rolling kauft, 6 Cent an diese ZPÜ-Stelle bezahlt, beziehungsweise für einen Blu-ray-Rolling schon direkt 3,40 Euro. Das ist eine ganze Menge. Bei Drucker und anderen elektronischen Geräten ist das auch alles mit drin. Ja, so viel erstmal zur GEMA. Die GEMA hat natürlich auch eine Geschichte, die auf das Jahr, beziehungsweise die im Jahr 1902 anfängt. Und zwar wurde das erste Mal ein Gesetz zum Urheberrecht an Literatur und Tonkunst verabschiedet, was eigentlich im europäischen Vergleich ziemlich spät ist, weil zum Beispiel Frankreich hatte so ein Gesetz schon ja ungefähr 50 Jahre eher, also in den 1860er Jahren. Ein Jahr später, im Jahr 1903, ging dann aus diesem Gesetz die Anstalt für musikalische Aufführungsrechte hervor, die dann quasi als Vorläufer der GEMA gilt, aber noch andere Strukturen hatte und sonstiges. Dann gab es allerdings aus verschiedenen Interessenkonflikten und sonstiges 1915 eine Spaltung, aus der dann erstmals ein Verein namens GEMA hervorging, der aber auch noch was vollkommen anderes war als die heutige GEMA. Allerdings war diese Spaltung vollkommen gegen das eigentliche Interesse der Urheber, weil die eine zentrale Regelung wollten und keinen Konkurrenzkampf. Dieser Konkurrenzkampf wurde dann 1933 aufgehoben von keinem anderen als Joseph Goebbels, der einfach die GEMA zu einem Monopol erhoben hat und somit diesen ganzen Konkurrenzkampf abgeschafft hat. Das hieß damals allerdings nicht GEMA, sondern STAGMA. Die sich dann aber im Verlauf der Jahre, also kurz nach Kriegsende, und zwar 1947 auch offiziell als GEMA umbenannt hat. Dann kam natürlich erstmal die Teilung zwischen West- und Ostdeutschland. In Ostdeutschland gab es eine separate Organisation, aus der allerdings nach dem Mauerfall sämtliche Künstler in die GEMA übergetreten sind. Und was noch wichtig ist zu erwähnen, seit dem 9. März 2009 ist der Vertrag zwischen der GEMA und YouTube ausgelaufen und seitdem hat es angefangen mit diesen ganzen, Sie können dieses Video aufgrund folgender Rechte und so der GEMA nicht sehen. Das liegt aber daran, weil, das liegt nicht an einem Vertrag oder so, es liegt einfach daran, weil sich die GEMA und YouTube noch nicht auf neue Vertragsbedingungen geeinigt haben und deswegen kommen diese ganzen Konflikt überhaupt erst zustande. Und natürlich ist die GEMA in kürzlicher Vergangenheit
oft aufgetreten, weil Anonymous, komplizierter Name, weil sie zweimal Hackerangriffe auf die GEMA begangen haben und einfach ihren kompletten Server lahmgelegt haben, beziehungsweise Passwörter und Nutzernamen öffentlich ins Internet gestellt haben. Und das ist die spannende Geschichte der GEMA. Ich werde diesen Namen erst gar nicht nochmal versuchen auszusprechen, aber es deutet schon darauf hin, dass es deutliche Kritik an der GEMA gibt. Und das nicht nur von Seiten der YouTube-Nutzer, beziehungsweise allgemein der Musiknutzer, nenne ich es mal einfach, sondern auch der Mitglieder der GEMA, sprich Musikern, deren die Lieder gehören. Die klagen zum einen, dass es einfach undurchsichtig ist, wie das ganze System eigentlich verläuft. Die Musiker müssen teilweise irgendwelche Aufführungsgebühren bezahlen. Man muss sich das so vorstellen, ein Musiker möchte ein Konzert machen, muss dann an die GEMA also Aufführungsgebühren bezahlen dafür, dass er seine eigenen Lieder spielt. Und dann bekommt er sozusagen Geld zurück als Tantiem. Das ist also ein riesiges Hin und Her und ein Hickhack, wo keiner wirklich mehr durchblicken kann, außer die GEMA selbst. Interessant ist auch, dass im Standardvertrag der GEMA steht, dass wenn man ein Musikstück rausbringt, dass jedes Stück des Künstlers, sofern er Mitglied ist, direkt meldepflichtig ist. Es ist sozusagen also nicht mehr frei. Die Mitgliedschaft ist erstmal auf 3 Jahre limitiert, das heißt, der Vertrag muss danach immer wieder erneuert werden. Bis vor kurzem war es auch noch 6 Jahre. Nur blöd, dass nach diesen 3 Jahren die Stücke immer noch in dem GEMA-Repertoire drin sind. Das heißt, man bekommt die als Künstler nicht einfach wieder zurück zur freien Verfügung. Nein, immer noch unter der GEMA. Ja, Coverbands zum Beispiel haben relativ wenig davon. Die bekommen nämlich nicht so einfach Tantiem oder sowas, wenn die ein Lied praktisch covern und das dann ganz normal als das Nutzungsrecht sozusagen erwerben, dann bringen die ja trotzdem eine Leistung, aber von der GEMA gibt es halt kaum Unterstützung. Und wie ich schon sagte, selbst die Urheberrechtsinhaber müssen praktisch Vermarktungsgebühren bezahlen. Es gibt da auch einen interessanten Artikel aus Die Welt vom 23.02.2012, also wirklich sehr aktuell noch, von Edgar Berger, das ist ein Deutscher, der für Sony Music Entertainment arbeitet, im Prinzip für den ganzen Bereich außerhalb der USA. Es gibt Sony Music Entertainment USA und Rest der Welt und er ist sozusagen der Chef davon und der wurde interviewt von Die Welt und er wurde gefragt, wie es denn sein kann, dass die GEMA immer noch auf YouTube die Lieder nicht einräumt und dazu hat er dann halt gesagt, dass ihn das selbst auch sehr, sehr stört. Da gehen Millionenbeträge dadurch praktisch durch die Lappen, dass selbst Leute, also beziehungsweise Bands, die ihren eigenen YouTube-Account haben, ihre Lieder in Deutschland praktisch nicht zeigen können, obwohl sie die selbst hochgeladen haben. Interessant ist auch, dass man, wenn man als Musiker auf seiner eigenen Homepage sozusagen ein Lied hochladen möchte und das ohne, dass die GEMA irgendwie dafür Gebühren macht, einfach Fanservice sozusagen, das ist praktisch nicht möglich. Und für uns als einfache Musikhörer, wenn wir zum Beispiel auf einer Party oder sowas Musik hören, gibt es ganz interessante Sachen. Sobald es mehr oder weniger eine öffentliche Party ist, müssen wir dafür eigentlich auch bezahlen. Und wir haben die Beweislast. Im deutschen Recht ist es ja in der Regel so, dass man so lange als unschuldig gilt, bis die Schuld bewiesen wird. Bei der GEMA ist es mehr oder weniger genau andersrum. Wenn man Musik benutzt, muss man als Nutzer beweisen, dass die Lieder, die man benutzt hat, nicht der GEMA unterliegen. Das heißt, die gehen erstmal per se davon aus, dass alle Lieder, die man spielt, irgendwie im GEMA-Repertoire sind. Das, weil es ja die GEMA mehr oder weniger eine deutsche Gesellschaft ist, denkt man, das wäre nicht so schlimm, aber die arbeitet halt auch mit den ganzen anderen Verwertungsgesellschaften international zusammen. Die haben da so einen Zusammenschluss. Das heißt, wenn man US-amerikanische Musik hört oder sowas, dann bezahlt man sozusagen auch an die GEMA bzw. indirekt an die anderen Verwertungsgesellschaften. Ja, mir als täglichen YouTube-Nutzer geht die GEMA natürlich furchtbar auf die Nerven, weil immer das, was man gerade hören will oder was man sich gerade angucken will, unterliegt irgendwelchen Rechten der GEMA und kann deswegen nicht angezeigt werden. Und allgemein auch die ganze Rechtslage und die ganze Themenstruktur der GEMA ist vollkommen undurchsichtig und schwachsinnig, wenn die wirklich davon ausgehen, dass jeder Song, der gespielt wird, der GEMA unterliegt. Und auch sowas wie Fahrstuhlmusik oder Warteschleifenmelodie automatisch alles irgendwie besteuert werden muss, was einfach in einem total undurchsichtigen System im Endeffekt gebündelt ist und zusammengefasst ist. Und ja, der Protest an der GEMA ist vollkommen gerechtfertigt. Es sollte einfach
viel offener sein, viel durchsichtiger, dass man als Bürger jetzt auch mal erfahren kann, warum ich dieses Lied nicht ansehen da, mir nicht anhören darf oder warum überhaupt alles irgendwie mit der GEMA zu tun hat. Da sollte man auf jeden Fall die allgemeine Bevölkerung mehr aufklären und ja, mir geht die GEMA einfach furchtbar auf die Nerven, auch wenn der Grundgedanke hier eigentlich ein sinnvoller ist mit dem Schutz des Urheberrechts, aber die Ausführung ist einfach so banal teilweise, dass ich es mir einfach, was ich es einfach nicht für gut heißen kann. Wie Mary schon sagte, der Grundgedanke der GEMA ist durchaus ehrenwert. Man schützt sozusagen das Eigentum der Kunstschaffenden und das natürlich in einer Vereinigung, wodurch das alles einfacher wird. Nur so wie die das praktisch vollziehen, ist das ganz, ganz großer Bockmist, wirklich. Ich verstehe es nicht so ganz, wie man überhaupt das durchsetzen kann, dass bei einem Nutzer die Beweislast liegt. Das ist, finde ich, komplett gegen den Grundgedanken, den wir hier in Deutschland auch haben, wo wir so lange unschuldig sind, bis man das Gegenteil beweist. Seltsamerweise ist es aber vom Staat legitimiert. Genauso finde ich es unglaublich seltsam, dass die Mitglieder der GEMA unzufrieden sind, die Musikindustrie ist unzufrieden und generell ist eigentlich jeder unzufrieden mit der GEMA, da müsste irgendwas langsam mal geändert werden. Wie gesagt, den Grundgedanken finde ich ja durchaus ehrenwert. Vor allem dieser Punkt, dass ich für Rohlinge Geld bezahle, beziehungsweise für irgendwelche Medien, die das Potenzial haben, Musik zu vervielfältigen, dafür zu bezahlen, das finde ich einfach idiotisch. Ich meine, ich kann auf meine CD-Rohlinge auch einfach meine Urlaubsbilder brennen und habe dann absolut nichts mit der GEMA zu tun gehabt und trotzdem bezahle ich an die ZPÜ Geld. Das finde ich, kann einfach nicht sein. Die GEMA, die muss durchsichtiger werden und vor allen Dingen muss die Struktur auch ein bisschen mehr reglementiert werden. Wie gesagt, es ist ein Verein, der aber trotzdem im Prinzip mit in unseren Staat integriert ist und das bildet so einen gewissen Zwiespalt, den ich nicht ganz unterstützen kann. Vor allen Dingen gibt es auch immer wieder Kontroversen. So wurde zum Beispiel Schlagermusik von einem Mann, der irgendwie Mitglied bei der GEMA ist, beziehungsweise auch ein höheres Tier ist, der wurde 100-fach entlohnt sozusagen, wobei Rockmusik im Prinzip nur 10%ig entlohnt wurde. Da gab es irgendwie so bestimmte Sachen. Ist klar, wenn man natürlich selbst bei der GEMA ist und da Mitspracherecht hat, da versucht man natürlich so ein bisschen sich selbst Geld in die Tasche zu spielen. Das muss alles viel, viel durchsichtiger werden, vor allen Dingen als Verein. Das ist meine Meinung zu GEMA. Die GEMA müsste geändert werden, müsste komplett neu strukturiert werden, aber der Grundgedanke ist durchaus ehrenwert. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen aufgeklärter über die GEMA und ja, wenn ihr Kommentare zu der GEMA habt, einfach unten in die Kommentare. Die werden wahrscheinlich nicht so gut ausfallen und ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal.